seid ihr herzlich willkommen bei dem heutigen Portaltag am 12. Dezember 2019. Wir haben gerade 10 Portaltage im Zeitraum von 5. bis 15. Dezember 2019. Die Portaltage kommen von Maya-Kalender und das ist ein ganz präzise Kalendersystem. Und die Portaltage bedeuten, was die Mayas beobachtet haben, dass in solchen Tagen richtet sich unserem Planet Erde Richtung Plejaden. Die Plejaden sind die Töchter von Atlas, die 7 Regengeschwister. In manchen Gegenden haben die Plejaden die Regenzeit verkündet und das war ein Symbol für Wohlstand und Fruchtbarkeit. Alkyone ist die zentrale Sonne bei den Plejaden, ist auch die größte in diesem Sternenhaufen. Der Name Alkyone kommt von arabischen, wie die meisten Namen von Sternen. Das haben die Araber im Mittelalter so bezeichnet. Das war die Blütezeit, die Astrologie. Der Name bedeutet übersetzt die Königin, die über den Bösen siegt. Böse ist Medusa, die furchterregende mit ihren Schlangenhaaren. Das erzählt uns Folgendes. Auch mal die Augen öffnen auf Boshaftigkeiten, das auch erkennen und nicht davonlaufen, sondern das auch wahrnehmen und aber auf diesem reine göttliche Energie bleiben. Manchmal kommt diese Boshaftigkeit von außen und dann sollen wir uns auch wehren. Dazu müssen wir aber diese Situationen auch erkennen. Möglich ist es auch, dass in uns etwas ist, was uns hindert, was uns blockiert. Und das sind unsere eigenen Gefühle wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl. Es ist zwar nicht vergleichbar mit Lügen, Intrigen oder Boshaftigkeiten, aber diesen Gefühlen wie Angst, Zweifel oder Schuldgefühl blockiert uns auch. Wir können diesen Gefühlen als Feind betrachten. Und dann ist wichtig, einen Sieg zu haben über diesen Gefühlen und einen Sieg zu haben über unseren Feinden. Die Energie von Chikchan hilft uns dabei. Was bedeutet das? Genau. Diese Portaltage kommen von Maya-Kalender. Und in diesem Kalendersystem gibt es 20 Wellen. Das sind Schwingungen, Frequenzen. Und wir befinden uns gerade in 9. Welle. Und diese 9. Welle ist der Zeitraum von 10. Dezember bis 22. Dezember 2019. Und in diesem Zeitraum wirkt Chikchan. Chikchan bedeutet übersetzt Schlange und das ist vergleichbar mit Kundalini-Energie. Und das ist die Wandlung und Erneuerungsprozesse. Und in diesem Zeitqualität sind wir gerade eben.
Diese Wellen sind auch auf den einzelnen Tagen beschrieben. Eine Welle dauert immer 13 Tage lang. Das ist so ähnlich wie in unserem Kalendersystem die 7 Tage. Das entspricht einer Woche. Nun befinden wir uns heute im dritten Tag dieser 9. Welle. Die Zahl 3 hat hier eine große Bedeutung und beschreibt Verbindungen, Schwung, Bewegung. Es geht alles voran. Wir bestimmen eine Richtung. Das kann auch eine neue Richtung sein. Treffen wir wichtige Entscheidungen? Haben wir auch Einflüsse von außen? Bedeutet auch Kontakte, Verbindungen, Kommunikation. Und so gemeinsam können wir etwas in Fluss zum Bringen. Manchmal dauert etwas, bis hier eine Struktur entsteht, kann auch auslösen, dass wir noch etwas unsicher sind. Über unserem heutigen Tag herrscht Manik. Manik bedeutet übersetzt Hand. In Maya-Kalender wird das als blaue Hand symbolisiert und das bedeutet Handlungen. Die Farbe Blau hat auch eine Bedeutung, steht in Verbindung zum Wasserelement und das symbolisiert unserem Unbewussten, unserem Gefühlen und unserem Intuition. Also, das heißt intuitiv handeln. Manik verbindet uns nicht nur zu diesem Wasserelement, was hier auch dominiert, sondern auch den 4 Elementen: Feuer, Erde, Luft und Wasser. Und das symbolisiert auch die 4 Himmelsrichtungen. In Maya-Kultur bezeichnet man das als Medizinrad. Heute haben wir diese Heilenergie, auch die Körperkraft, Vitalität und das zeigt sich auch als Tatkraft, unseren Ideen in Tat umzusetzen. Und spielt die Spiritualität auch eine große Rolle, weil das bedeutet auch die spirituelle Öffnung. Die heutige Krafttier ist der Hirsch, Symbol für Männlichkeit und Lebensenergie. Das edle Hirsch gilt als König des Waldes, symbolisiert außerdem Respekt, Verantwortung, Weisheit, Sanftheit und Fruchtbarkeit. Hirsch bedeutet auch inneren Ruhe und Ausgeglichenheit. Aber Hirsch ist kampfbereit. Also kann heute eine Auseinandersetzung da sein oder eine Herausforderung, aber wir übernehmen die Verantwortung und überlegen wir, ob es sich lohnt, kämpfen um etwas oder kämpfen um jemand oder es ist besser abwarten, die inneren Ruhe bewahren, die inneren Ruhe und das inneren Gleichgewicht. Falls ein Hirsch erscheint in euren Träumen, dann bedeutet das Erfolg und Reichtum, bedeutet auch Freundschaften oder signalisiert eine neue Liebe. Wenn aber ein Hirsch im Traum tot erscheint, bedeutet falsche Freundschaften. Die heutigen Halbedelsteine als energetische Unterstützung
ist Mondstein. Mondstein stärkt unsere Psyche. Besonders bei uns Frauen schenkt Lebenskraft, fördert unsere Intuition und Kreativität, befreit uns von unseren Ängsten und verleiht innere Ruhe und inneren Gleichgewicht. Mondstein gilt auch als Heilstein. Edelsteinwasser zum Trinken hat auch eine heilende Wirkung und Mondstein eignet sich dafür. Einfach in Trinkwasser legen. Mondstein wirkt auch heilend, wenn wir diese Halbedelstein entladen mit lauwarmen fließenden Wasser und aufladen mit Mondenergie. Einfach nachts rausstellen und Mondstein nimmt die Mondkraft auf und das stärkt unserem Herz. Das sind auch Frequenzen und hilft bei Herzöffnung. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis nächstes Mal, eure Dendera.